Das Organspenderegister ist heute ans Netz gegangen. Das ist ein Meilenstein, ein weiterer Meilenstein im Rahmen unserer Digitalisierungsoffensive. Wir haben ja das elektronische Rezept, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ans Netz gebracht. Wir werden jetzt im Januar die EPA ans Netz bringen. Das Organspenderegister ist jetzt auch heute ans Netz gegangen. Digitalisierung muss in Deutschland Fahrt aufnehmen im Gesundheitswesen. Wir haben viele Jahre verloren und wollen jetzt aber dort durch eine konzertierte Aktion vieles nachholen. Hier wird also eine wichtige Voraussetzung für mehr Organspenden erreicht. Die Spender können sich registrieren lassen. Die Angehörigen werden damit entlastet, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, wo dann Gewissheit also erreicht werden kann durch den Blick in das Organspenderegister. Dieses Register wird natürlich am Anfang den Organspenderausweis nicht ersetzen können. Ich bitte daher alle weiterhin darum, ihre Organspenderausweise auszufüllen, mitzuführen, sodass wir den Organspenderausweis hier ergänzen durch dieses Register. Das Register ist allerdings sehr wichtig, weil wir haben weiterhin eine sehr schwierige Situation. Die Situation ist dahingehend schwierig, dass wir zwar uns aus dem Allzeittief von 2017 etwas erholen konnten, aber die Zahl der Organspender, die registriert sind oder die also Ausweise haben, das bleibt also weit hinter dem zurück, was wir benötigen. Um die also 900 Organspenden finden statt, 8.400 Leute sind auf der Warteliste. Somit möchte ich bei dieser Gelegenheit auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier langfristig die Zahl der Organspenden nur erhöhen können in dem Umfang, wie das eigentlich ethisch und medizinisch notwendig wäre, indem wir die Widerspruchslösung einführen. Ich glaube, dass wir ohne die Widerspruchslösung dieses Problem nicht lösen können. Die Widerspruchslösung ist der entscheidende Punkt. Andere Maßnahmen sind dort ergänzend. Ich möchte daher darauf hinweisen, dass also das Organspenderegister natürlich auch die perfekte Art und Weise ist, die Widerspruchslösung umzusetzen. Denn derjenige, der dann durch den Widerspruch ausschließen will, dass seine Organe nach dem Tod verwendet werden, kann sich später, wenn wir zur Widerspruchslösung kämen, sicher ins Organspenderegister eintragen, sodass wir hier eine gute Vorarbeit auch haben für eine Widerspruchslösung, die ich weiterhin für alternativlos halte, wenn wir die Spendebereitschaft in Deutschland auf das Niveau bringen wollen, was auch dem Willen der Bevölkerung entspricht. Sie wissen ja, viele Menschen wollen spenden, werden aber nie zu Spendern, weil es einfach die Widerspruchslösung nicht gibt und da muss also weiter daran gearbeitet werden. Ich will noch einen Punkt also aufgreifen, der mir sehr wichtig ist. Man muss das Organspenderegister auch mit zwei Maßnahmen im Verbund sind. Die eine Maßnahme ist die Einführung der EPA und der Gesundheits-ID. Insbesondere ab dem nächsten Januar werden wir ein Verfahren etablieren, wodurch den Gang in die Apotheke die EPA freigeschaltet werden kann und man gleichzeitig die Gesundheits-ID bekommt und den PIN für die Gesundheits-ID. Alles durch einen Gang in die Apotheke. Die Bundesdruckerei wird in jeder Apotheke vertreten sein und der Bürger geht mit seiner Gesundheitskarte und seiner App in die Apotheke und geht heraus mit der freigeschalteten elektronischen Patientenakte, mit seiner Gesundheits-ID und auch noch mit der Möglichkeit, die EPA flächendeckend zu verwenden, indem er jetzt ein registrierter, also EPA-Nutzer ist. Das ist eine, also das ist ein Sprung nach vorne für die Nutzung der EPA, weil man dann die Freischaltung der EPA-Gesundheits-ID alles durch einen Gang in die Apotheke bekommen kann. Wenn das der Fall ist, dann ist natürlich auch die Registrierung im also Organspenderegister sehr viel einfacher. Darauf wollte ich hinweisen. Und zum Zweiten, ich wollte auch darauf hinweisen,
das wir in Kürze Ihnen auch vorstellen werden, das Gesetz für die über Kreuz lebend Nierenspende und die nicht gerichtete anonyme Nierenspende. Diese Gesetze sind auch fertig und sind am Freitag von mir also freigegeben worden für die also Frühkoordinierung im Rahmen der Bundesregierung. Ich rechne daher damit, dass wir diese Gesetze Ihnen auch in Kürze vorstellen können. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit nochmal bei Herrn Bruch auch ganz herzlich bedanken für die hervorragende Leistung, die hier abgerufen wurde in der Zeit, seit wir das beschleunigt haben. Denn das ist ja eine Herausforderung, ein solches Organspenderegister datenschutzrechtlich so zu machen, dass es wirklich sicher ist und gut funktioniert. Das ist in sehr kurzer Zeit gelungen. Daher bin ich auch sehr dankbar, dass Herr Professor Bruch heute mit dabei ist. Und er wird sicherlich selbst auch noch etwas gleich zur Sache ausführen.